Schönen Nachmittag, herzlich willkommen. Sie wollen endlich abnehmen? Vorsicht! Meine Gäste heute Nachmittag werden Ihnen verraten, warum viele Schlankmacher nicht Sie, sondern nur Ihr Konto erleichtern, wenn es heute bei mir heißt, fette Geschäfte mit der schlanken Linie. Und ich darf Ihnen meine Gäste heute Nachmittag vorstellen. Jess Gitti, die jahrzehntelang zu viel Gewicht mit sich rumgeschleppt hat und sich schließlich gewichtsmäßig halbiert hat, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Der ehemalige Fleischermeister Rudi, der für Nichtessen, also für Fasten, gerne Geld ausgibt. Gerlinde, deren Vorhaben abzunehmen mit jeder gescheiterten Diät gefestigt wird. Der Fitness-Junkie Dennis, der als 12-Jähriger unglaubliche 112 Kilogramm auf die Waage gebracht hat, bevor er sich sozusagen dem Sportwahn verschrieben hat. Die experimentierfreudige Barbara, die sogar in einer Unterdruckkammer Gas gegeben hat, um die Kilos purzeln zu lassen. Bäckermeister und Diätverweigerer Klaus, der von Saftkuren und Ernährungsverboten sowas von überhaupt gar nichts hält. Im Studio begrüße ich auch die Ernährungswissenschaftlerin Magistra Christina Lachkowitsch-Butschedl, die uns verraten wird, wie man sinnvoll nachhaltig abnehmen kann, ohne dabei das Geldbörsel zu strapazieren. Schön, dass ihr alle da seid, meine Damen. Herzlich willkommen auch euch allen. Ja, abnehmen. Mich würde zuerst einmal interessieren, welche skurrilsten Diäten ihr kennt, entweder selber gemacht oder heute von anderen kennengelernt. Barbara. Naja, probiert habe ich wirklich schon sehr viel. Zum Beispiel, was war das Skurrilste? Das Skurrilste, ne, aber ich würde trotzdem sagen, dass mit diesen Schwangerschaftshormonen, die Injektionen, wo man dann auch dann, eine Diät dazu macht, das ist mir im Nachhinein dann schon sehr skurril vorgekommen. Das in der Unterdruckkammer. Ja. Injektionen mit Hormonen, das macht man mir normal zu. Naja, es sind Schwangerschaftshormone. Irgendwie, und ich weiß es auch nicht mehr genau, es ist auch schon lange her. Ich habe noch her. Keine Tiere Schwangere gesehen. Aber irgendwie wird es umgebaut angeblich. Ja? Also das ist so für hartnäckige Fettpölster oder so irgendwie. Wie lange hast du das gemacht? 2 Monate. Und wie ging es dir? Also hast du was abgenommen? Ich habe abgenommen, aber jetzt nicht rasend viel. Und außerdem war das dann so, dass der Arzt, der mir die Injektionen geben wollte, ist auf einen Tauchurlaub gefahren. Und hat mir dann, die Injektionen dagelassen und ich musste mir selber spritzen. Und das hat mich dann nicht so richtig angetan. Ich habe es aber schon gemacht, aber ich habe es jetzt dann nicht verlängert oder so irgendwas gemacht. Und im Endeffekt musst du trotzdem eine total kohlenhydratarme Diät machen. Und ich glaube, das ist das, was der Dennis damals bei seiner Mutter festgestellt hat. Ne? Die hat doch irgendwas gemacht, was viel Geld gekostet hat, aber nichts essen durfte. Ne? Ja, das ist bestes Geschäft. Nein, sie hat das auf jeden Fall gemacht. Ja, hat was dann, war das? Das war auch eine Low-Carb-Diät eigentlich, modifiziert, sage ich mal, auf oder reduziert auf Hühnerbrust und wenn es gut geht, ein bisschen Salat und das wochenlang durch, kein Salz natürlich. Und zusätzlich, was natürlich das Gewicht zum Schmelzen gebracht hat, waren dann die Mittel, die man da dazu verkauft hat. Also man verkauft irgendwelche Tabletten, irgendwelche Pillen und sagt, so nimmt man ab, aber man muss sozusagen sich ganz bewusst ernähren, darf das und das und das und das nicht. Und die Leute glauben, man nimmt das ab wegen der Pillen. Ich bin aus Israel gekommen, habe ich 80 Kilo gehabt. Wie alt warst du da? Ich bin mal 20. Okay, gut. Und weil ja vorher habe ich ja gehabt, 140 oder 130. Mhm. Also wie ich nach Israel gegangen bin, habe ich 120 gehabt. Durch die andere Kost habe ich angenommen. Mhm. Und weil ich erkackelt habe, wie ich gearbeitet habe. Viel. Und ich bin gekommen und nach 2 Monaten war in der Sauna und die haben dann gesagt, Nockert, haben wir auf die Waage gestellt und die haben gesagt, Gittel, nimm den Besen, dass der 100er komplett ist. Und
Ich habe damals, die sind jetzt verboten, Pillen genommen. Da ist erlaubt eine halbe bis eine. Ich war jung, ich habe ein Geschäft gehabt, ich habe ein Lad dort gearbeitet. Ich habe schon drei genommen. Ich war 24 Stunden auf Speed. Was war das? Ach so, okay. Hab gegessen, aber das. Und dann habe ich gemerkt, wie ich die vierte gebracht hat. Habe ich gesagt, stopp. Und habe das abgestellt, also langsam. Was waren das, Appetitzügler oder was war ja, das? Ja. Das ist ein Amphetamin. Die sind jetzt verboten. Und dann bin ich aufgegangen wie eine bämische Wuchtel. 135 Kilo, 50 Kilo runter, 50 Kilo rauf. Oder mehr ja. sogar rauf. Und dann beim vierten oder fünften Mal habe ich 165 Kilo gehabt, bei 1,60 Meter. Und da war ich zum Sterben. Ich war todkrank. Ja. Ich habe 540 nüchtern Wert Zucker gehabt. Und dann bin ich gegangen und habe mir die Magenverkleinerung machen lassen. Das war in die 80er Jahre, war einer von den ersten. Also wir haben sie ja nur im Bauch aufgeschnitten. Das machen sie ja heute über Laparoskopie. Und das hat mir mein Leben gerettet. Weil ich habe 40 Kilo genommen und habe geglaubt, ich bin die Twiggy. Und da kennt mich die Öffentlichkeit. Ja. Ich bin dann auf die Bühne gegangen, weil ich glaube, ich bin die schlankeste Person von der ganzen Welt. Ich habe die Haxe in die Hecke gehabt und war. Ja. Und ich bin mir echt dünn vorgekommen. Naja, jetzt ist immer relativ betrachtet. Ja. Und jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, es geht mir gesundheitlich nicht gut, habe ich auch genommen. Aber hast du auch so Diäten gemacht, weißt du, was weiß ich, FDH, Obrotdiät, was hat es alles gegeben? Weißt du, was ich gemacht habe mit 14 Jahren? Da muss ich heute noch lachen. Da habe ich mir gekauft, also wirklich vom schwer verdienten Geld haben sie gesagt, das gibt mir so ein Shampoo in die Badewanne und wenn man sie einlegt, nimmt man ab. Und das habe ich gemacht. Ja. Nein, ich war 14 ja. Jahre. Habe mich da reingehauen und das Wasser war schon so kalt. Und ich habe mir gedacht, wenn es kalt ist, zieht sich alles mehr da. Mein Gott. Also so blöd ist es. Klaus, du lachst nur drüber. Gell? Du hast nie eine Diät gemacht. Naja, zumindest rede ich drüber. Ich meine, ein paar Kilo waren bei mir vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Aber ich denke mir, eine Diät, wenn ich halt wirklich übergewichtig bin, brauche ich einmal zwei Sachen. Ja. Das ist einmal, ich brauche Zeit und ich brauche Disziplin. Ja. Weil eine Diät ist sicher nicht einfach und verlangt einfach eine Veränderung des Menschen. Ja. In der Ernährung, in der Bewegung. Ja. Und ich muss einfach hergehen und muss einmal mehr verbrauchen, als was ich zuführe. Ne. Aber du arbeitest in einer Bäckerei. Du bist umgeben vom Besten. Also der das ja, ist schon... Irgendwann hat man auch genug, oder? Nein, überhaupt nicht. Ja. Ich sage, bei uns ist es wurscht, ob ich nach links schaue, nach rechts, nach vorne, so nach hinten. Ja. Es riecht überall und man sieht überall was Gutes. Ja. Aber natürlich kann man da nicht hergehen, kann immer da jetzt was nehmen. Und aber hast du so Kundschaften, so Stammkundschaften, die du schon kennst über Jahre, die sich so verändert haben wie die Gitti, einmal mehr, einmal weniger, genug, die dann ja. so jammern und dann hast du das gefragt, na, wie haben sie denn abgenommen und dann haben sie irgendwas erzählt, was du denkst, um Gottes Willen. Ja, es gibt alles Mögliche. Wie die Gitti sagt, hat vom Magenband angefangen, über verschiedenste... Nein, nicht Magenband. Magenbypass, ne? Mein Magen wurde verkleinert und okay. Aus- und Eingang verkleinert. Ah, okay. Der Unterschied deswegen ist, kann, aber ich kann im Laufe der Jahre, das war im 80er Jahr, der Magen dehnt sich ja. Also ich kann auch zunehmen. Aber ja. Für mich, das erste Mal, wenn du auch nicht mehr willst, tun musst du es. Tun, das ist das Erste. Und die Motivation, warum mache ich das? Meine Motivation war immer die Gesundheit. Wir reden ja über die, heute eben über diese Geschäfte, die fetten Geschäfte, die man macht. Und da gibt es Dero genug. Gerlinde, wie viel Geld hast du schon ausgegeben? Also so genau habe ich es nicht nachgerechnet. Und es gibt sicher Leute, die mehr ausgegeben haben, weil die Dinge, die ich mir kaufe, sind nicht so teuer. Also ich mache keine teuren Kuren in irgendwelchen Wellnesshotels. Aber ich besitze so ungefähr 35 Diätbücher. Das ist jetzt nicht nur bezogen auf Diät, also Ernährungsplan, sondern das sind auch teilweise Programme. Da gibt es eins mit 3 Wochen, dann gibt es eins mit 5 Wochen, dann gibt es eins mit 9 Wochen. Die sind dann immer so schön. Mhm. Die Buchcover sind ja so schön. Meistens kaufe ich mir eins. Also jetzt bin ich schon ein bisschen zurückhaltender geworden. Und irgendwie fühle ich mich komisch, bin ich müde und komme beim Bahnhof, beim Buchgeschäft vorbei
Ah, und da liegen sie natürlich immer, nicht? Ah, da gibt es ja schon wieder was Neues. Aber das ist so wie andere, sie Kochbücher kaufen. Ja, ja, habe ich auch 150, kauf mal. Und ich bin auch, ich koche auch gerne, ist auch ein Hobby von mir. Und es geht immer weiter, die Beschäftigung mit Nahrungsmitteln und eben auch nicht fett werden. Und, aber wie gesagt, vor kurzem wieder komme ich zu so einem Wühltisch und denke mir, ma, das ist so schön pastellfärbig. Und habe mir das einfach gekauft. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was es war. Aber die verstorben, in Wirklichkeit verstorben sie. Nein, ich lese sie schon. Und gerade jetzt auch, wie ich mich entschlossen habe, in die Sendung zu kommen, habe ich mir mal geschaut, wie viel habe ich eigentlich und worüber erzähle ich jetzt. Und dann, schau, meine schönen Kochbücher. Ja. Und ich freue mich schon, wenn ich wieder aktiver, motivierter abnehmen werde. Ja, aber das ist ein Hobby. Weil so wie die Gitte auch gesagt hat, was mich jetzt gewundert hat, weil sie gesagt hat, sie ist motiviert zum Abnehmen, aber dazwischen ist es dir ja auch immer wieder entglitten. Und da habe ich mich eben auch gefragt, warum entgleitet es? So radikal auch entgleiten. Das heißt, du nimmst anscheinend leicht zu. Nein, weil du so schwer geworden bist auf die kleinen Körpergröße. Ach so, das war früher. Das genau, war früher, aber du bist dann halt, bevor du, wie du es gesagt hast, schwer krank. Ja, da habe ich nicht aufpasst. Da habe ich mir halt reingeschaut, was man gemacht. Und dann ist es auch natürlich schwer, ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber ich habe ja auch die Kraft gehabt. Ich bin mit 135 Kilo mit zwei Bierfasseln gegangen und gerannt wie ein Wiesel. Aber mit zunehmendem Alter, genau, bin ich ja schon 74, also genau. Lass das ist noch. Eben immer meine Panik, dass es mir irgendwann entgleitet. Und deswegen kaufe ich mir ein neues Buch und suche immer den Stein der Weisen praktisch. Aber man gibt halt immer auch Geld. Man also Bücher, ich habe ungefähr ausgegeben, sicher mit allem drum und dran über die Jahre, so Fitnessstudio, Anmeldungen, plus Bücher, plus Programme, plus auch wieder einkaufen, die Hühnerbrust. Und heutzutage kauft man sich nur mehr die Bio-Hühnerbrust vom Freilaufhuhn. Also man kann sagen, sicher im Laufe von 10 Jahren sicher 8.000 bis 10.000 Euro. Ja. Nur das heißt ja nicht, dass ich es deswegen jetzt hätte, sondern hätte es vielleicht für was anderes ausgegeben. Und der Rudi gibt für 10 Tage nichts essen auch ein bisschen was über 1.000 Euro aus, gell? Um die 1.000 Euro, aber es wird... Für nichts essen? Nein, was anderes. Ja, aber das ist auch eine Reinigung des Körpers. Genau, das ist richtig. Und man ist da in einer Gruppe beieinander, man ist unter ärztlicher Beobachtung und man hat einen Fastenmeister und man wirkt jetzt 10 Tage ein Programm von der Früh bis am Abend durchgetaktet mit Yoga, Turnen, Wandern, Vorträge und so. Und ich habe das schon dreimal gemacht und habe jedes Mal 8 Kilo abgenommen und dann in 14 Tagen wieder Aufbauzeit nochmal 2 Kilo und bei mir ist immer die Schmerzgrenze 100 Kilo. Und bei mir, ich bin Fleischer, zwischen Pensionist, Rüstiger. Und aber Fleisch macht ja nicht dick. Naja, aber das drumherum, ich meine, ich bin dem Süßen nicht abgeneigt. Ich trinke gerne ein Achtel Wein und wenn es passt, ein Seitel Bier und so. Und natürlich muss man sich dann schon sehr diszipliniert verhalten. Wir haben jetzt zum Beispiel, ich habe das mit meiner Frau gemacht, die Kur, dass wir jetzt jede Woche einen Fasttag einlegen. Da gibt es in der Früh so einen Eiweißshake, mittags gibt es gedünstetes Gemüse und auf die Nacht Obst. Und das gelingt uns recht gut. Weil auf der einen Seite ist, wenn ich wo eingeladen bin und dann esse ich nichts, dann heißt es, hey, ist warum das isst du nix, Fleisch oder die Wurst für euch, weil nichts isst? Ich meine, ich muss ja ein Vorbild sein, ich muss ja mehr essen. Und nein, ich finde, man soll sich auch nicht stressen. Man soll es reduzieren, einteilen, ein bisschen einsparen. Das geht. Ja. Und es darf ab einem gewissen Alter so ist bitte nicht schnell gehen. Weil dann schaust ich habe schon einmal 69 Kilo gehabt. Aber ich habe mir nicht gefallen. Ich habe in den Spiegel geschaut und habe mich geschreckt. Was auch sehr wichtig ist, ist Bewegung. Man muss Bewegung machen. Und, aber wir reden jetzt schon über das Wie. Auf das möchte ich ja noch zu sprechen kommen. Ich wollte zuerst von euch eben diese kuriosen, diese verrückten Sachen, wo ihr euch heute denkt, ich meine, du zum Beispiel, Barbara, warst in einer Unterdruckkammer. Ja, also man macht einfach Bewegung in einem sozusagen luftabgeschlossenen Raum, wo dann das Luft auch noch ein bisschen abgezogen wird. Um dann noch schneller abzunehmen, oder was? Ja, weil du schwitzt einfach mehr dann. Okay. Ja? Aber das im Endeffekt ist es auch wieder, du machst mehr Bewegung. Ja? Aber du zahlst immer dafür für etwas, was selbstverständlich ist. Aber weil du vorher gesagt hast, experimentierfreudig, ja, das bin ich. Und bin dann draufgekommen, auch durchs selber nachschauen, woran das liegt. Weil ich habe mir eben viele, ich weiß, Nahrungsergänzungsmittel gekauft. Ich habe Saftkuren gemacht, ich war fasten. Es war immer wieder, ich habe ein paar Kilo abgenommen, 10 Kilo abgenommen. Aber im Endeffekt habe ich es nicht halten können.
Und zum Schluss war es dann schon so, dass ich sicher nicht mehr als 6-7 Kilo abgenommen habe. Und dann bin ich draufgekommen, aber bin ich selber draufgekommen, hat mir kein Arzt gesagt, dass ich eine Insulinresistenz habe. Das heißt, durch den Stress und eine ungesunde Lebensweise vielleicht, ein bisschen zu viel getrunken, ein bisschen zu süß gegessen, hat mein Körper einfach verschiedene Hormone aufgebaut, die ich nicht mehr abbauen konnte. Und dann bin ich draufgekommen auf einen Mann, der ist ein Bodyhacker. Und das ist recht spannend, weil es draufgekommen, was zusammenspielen muss, damit der Körper einfach wieder funktioniert. Ja? Und zum Beispiel, wenn du zu hoch im Cholesterol bist, wenn du zu hoch im Insulin bist, kannst machen, was du willst. Du wirst Wasser abnehmen, aber du nimmst nicht wirklich ab. Jetzt mache ich seit einem halben Jahr mache ich eine Keto-Diät. Aber schon Keto. Da stellt man den, das läuft auch unter Skoril, aber wirksam. Ich habe jetzt 16 Kilo abgenommen. Das ist mehr, als ich bei den letzten Diäten abgenommen habe. Und du stellst den Körper auf den Fettstoffwechsel um. Das ist ganz interessant, weil jeder sagt, na, wie soll das funktionieren? Das Gehirn braucht Zucker. Ne? Ist aber nicht so, das Gehirn kann auch mit Fett arbeiten. Nur muss er sozusagen vollkommen kohlenhydratarm eine Zeit lang sozusagen funktionieren. Jetzt trinke ich in der Früh schwarzen Kaffee mit einem Stück Butter. Mit einem Stück Butter und MCT-Öl aufgesprudelt. Das nennt sich Bulletproof Coffee. Ich habe bis 2 Uhr Nachmittag keinen Hunger. Keinen Hunger. Mir ist auch nicht schlecht, auch wenn manche das annehmen. Ich bin voll aktiv. Ich bin jetzt auch schon in Pension, aber ich mache Gartenarbeiten. Ich habe ein Enkelkind. Und ich bin wirklich hochaktiv. Besser drauf als jemals zuvor. Und dann? Und dann esse ich eiweißreich. Ja? Und keine Kohlenhydrate. Oder ganz, ganz wenig. Das Einzige, was ich mir jetzt sozusagen gönne, ich kaufe mir nicht um hunderte Euro mehr irgendwelche Shakes, ja, die auch irgendwann einmal gewirkt haben, aber ich finde das kein lustvolles Erlebnis, ja, Shakes zu trinken, auch wenn sie nach Banane, Kaffee oder Schokolade schmecken. Und habe ich auch gemacht. Ja, und jetzt habe ich mir eine App gekauft und da gebe ich einfach ein, was ich gegessen habe. Aber ich snacke zum Beispiel Krammeln. Bist du unter Kontrolle mit dieser Diät von einem Arzt? Nicht wirklich, aber ich habe gerade eine gesunde Untersuchung gemacht, habe beste Werte. Mein Insulin ist ziemlich zurückgegangen, mein Blutdruck hat sich auch reduziert. Super, ja. Also es funktioniert. Ja? Und ich finde es einfach toll, was es heutzutage gibt. Wenn man jetzt sagt, fette Geschäfte, ist es ja auch irgendwie so im Zusammenhang mit Abnehmen und dass man dann auch gleich fette Geschäfte. Grundsätzlich wird ja aus allem Geschäft gemacht. Nur, jetzt kommt es halt darauf an, ist es ein seriöses Geschäft oder werde ich angelogen, wird mir irgendwas angedreht, wird es irgendwie zu intensiv beworben auf allen Kanälen? Wer steckt dahinter? Wird es zu teuer verkauft oder ist es tatsächlich was wert? Weil Pille ist natürlich nicht gleich Pille. Es gibt natürlich sehr wohl auch Nahrungsergänzungsmittel, die man durchaus brauchen kann. Aber natürlich sollte man Bescheid wissen. Und hast du mal irgendwas geschluckt? Ein Kollege hat nebenberuflich auch so gesunde Sachen verkauft und auch biologische Kosmetik. Und hat einmal gesagt, Gerlinde, du willst ja immer abnehmen. Das weiß natürlich jeder, weil immer, wenn sie gesagt haben, gehst mit essen, hat gesagt, nein, ich muss abnehmen. Na, jedenfalls, ich habe da was für dich. Und das ist schon ein bisschen verdächtig, wenn jemand sagt, ich habe. Und habe das tatsächlich probiert. Die Packung hat gekostet, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 30 Euro für einen Monat. Ich meine, okay, natürlich, wenn ich jetzt nicht am Hungertuch nage, okay, ja, das leistet aber man es summiert sich natürlich. Genau. Und ich habe nichts gespürt. Natürlich waren es war sicher so ein ganz ausgewogener Vitaminkomplex drin. Es waren eventuell auch vielleicht so erlaubte biologische Appetithemmer, so Matcha-Tee oder so. Und jedenfalls, ich habe gesagt, weißt du was? Ich habe deine Packung geschluckt, ich habe nichts gespürt. Normalerweise tun die ein bisschen aufputschen aus irgendeinem Grund, entweder durch die Vitamine oder weil man dran glaubt, Placebo-Effekt. Aber ich bin sogar einen Kilo schwerer nach diesem einen Monat. Und seitdem kaufe ich nie wieder. Und hat er dazu gesagt, dass du irgendwie deine Ernährung umstellen musst? Natürlich. Ich meine, bei mir ist noch dazu gekommen, dass ich halt sehr unregelmäßig gelebt habe mit meiner Arbeit und Nachtdienste und lange Dienste. Und dass man auch nicht so planvoll essen kann. Und dass ich natürlich auch zwischendurch einen anderen Frust auch gehabt habe. Bist du Frustesserin? Ja, also... Genau, das haben wir beim Thema, ob man motiviert ist, abzunehmen und ob man jetzt diesen Geschäfte, wenn wir von den Geschäften reden, ob man denen entkommen kann. Man muss einfach drauf kommen, wo fresse ich zu viel, wann, was. Sagebuch schreiben. Genau, und ich bin drauf gekommen,
wenn ich müde bin, wenn ich Stress habe, sogar während dem Telefonieren gehe ich, wenn man jetzt Handys hat, kann man ja mein Handy zum Kühlen, während dem Telefonieren mache ich die Kühlschranktür auf, hier, da ist ja gar nichts da, ah ja, ein bisschen Käse. Schneide ihn mit einer Hand. Also, dabei ist es jetzt nicht, dass mir jemand eine Hiobsbotschaft oder was, aber ja. Es Langeweile auch. Angenommen, es käme jemand, der sagt, Gelinde, du zahlst jetzt 5000 Euro und ich garantiere dir, du wirst es schaffen. Mache ich nicht. Aber nur dann. Mache ich nicht. Nur ich, wenn er dann sagt, wenn du das nicht schaffst, kriegst du 10.000. oder nur das die wieder zurück. Ja. Oder die wieder zurück. Du, Barbara, was hat dieses Hacken da, was hat das gekostet? Das hat gar nichts gekostet. Also ich meine, ich habe mir das Buch im Internet gekauft und habe es halt auch, kann es immer wieder lesen. Aber die App, wo ich also eingebe, was ich esse und wo auch ausgerechnet wird, wie viel Kohlenhydrate ich überhaupt nehmen darf und wie viel Kalorien insgesamt, also wird auch schon der Intake berechnet. Die kostet, glaube ich, 99 im Monat ja? Und ist aber jederzeit kündbar. Okay. Und das ist für mich ganz gut. Also eine Überprüfung braucht man schon. Du warst auch einmal bei mir. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Ja. Schauen wir mal rein, was du da gemacht hast, liebe Barbara. Und wenn man längere Zeit einfach sich so strikt an etwas hält, dann irgendwie, da kommt der Schweinehund und sagt, das will ich wieder, ich weiß nicht, die halbe Torte essen oder so einen Eisbecher. Was bei mir halt ist, dass ich den inneren Schweinehund einfach sozusagen am Krawattel kriegen möchte. Mhm. Und auch auf die, also ich habe mich auch damit schon beschäftigt, was ist die Ursache? Gut, dann würde ich euch bitten, ja, dass ihr euch zurückzieht. Du weißt genau, was deinem Körper gut tut. Und du gibst ihm ausschließlich das Richtige dabei. Hast du jetzt so das Gefühl, also diesmal gehe ich es richtig an? Oder der Schalter ist umgelegt? Ja. Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Wir müssen unbedingt an der Sache dranbleiben. Weil, Gerald, geht das mit einem Mal schon? Oder braucht man da, so wie beim Rauchen, beim Entwöhnen, mehrere Sitzungen? Nein, es kommt immer auf die Person drauf an. Also, es kann schon gehen mit einmal. Aber im Coaching 2 bis 3 Mal ist sehr unterstützend. So, wie viel hast du abgenommen danach, nach der Hypnose? Ja, ich habe schon ein bisschen was abgenommen, weil wir jetzt nicht dran sind, viel. Aber es hat trotzdem was in mir ausgelöst, weil irgendwie auch durch das Gespräch mit ihm sozusagen dieses Draufkommen und dabei bleiben, was sind die Trigger, dass ich esse, was sind die Trigger, dass ich dabei bleibe. Aber das Gespräch mit ihm war schon besonders. Und er hat dir nur gesagt, dass eigentlich hat er mein inneres Ich bestätigt, besänftigt und unterstützt, dass ich eh weiß, ja, wie es geht. Okay. Und das weiß ich ja auch. Ja, jeder weiß. Ich habe 10 Jahre mit meinem Lebensgefährten eine Kaffeekonditorei betrieben. Und das war alles mehr als gut. Und am Anfang hat er gesagt, ja, ist nur das so, dass irgendwann ist, staubt sich erst den Ohren raus. Dann wird es nie aus den Ohren rausgestaubt. Es hat immer jetzt Variationen gegeben. Ja. Und für mich sind halt gerade auch süße Sachen oder so, war schon eine große Versuchung. Da habe ich angenommen, extremer zuzunehmen. Ja. Also ich war nie Zauntür, aber ich war schlank. Und in meiner ersten Ehe habe ich gehabt, auch meine 65 Kilo, waren zwar 10 Kilo mehr als die anderen Mädels gehabt haben, aber ich war dafür bekannt, dass ich gut koche und das Leben genießen kann. Rudi, wenn ihr immer wieder quasi 1.000 Euro ausgibt und dann kommst wieder ans Höchstgewicht, ne? Irgendwann kommst du wieder dorthin, wo du sagst, jetzt muss ich wieder fasten gehen. Und dann kommst du wieder dorthin. Dann jetzt ist es so leicht, jetzt bin ich in der Pension, jetzt habe ich mehr Zeit und jetzt kann ich mich ja wirklich mehr mit dir beschäftigen. Und kann mich wirklich dementsprechend dran, dass ich nicht mehr da hinkomme. Also ich habe mir vorgenommen, dass das meine letzte Fastenkur war und ich nie wieder auf 100 Kilo komme. Und ich bin jetzt schon seit Ende Mai war das letzte Mal und ich habe meine 93 Kilo. Das bin ich zufrieden. Bei uns gibt es keine Jausen, kein Zwischendurch, kein Salzgebäck oder keine Chips. Das haben wir nie am Tisch gehabt. Bei uns wird ordentlich frühgestückt, Mittagessen und am Abend. Und das war's. Und zur Zeit das genügt essen. Und das passt. Aber ich glaube, die Verführung ist da, weil die ja über diese ganzen Pillen und Diäten, es geht ganz leicht, sie müssen das nur nehmen. Und da schaut man dann nicht aufs Geld, weil da denkt sie, ah, das geht eh, da muss ich mich nicht anstrengen. Das kaufe ich mir, das haue ich mir ein. So war ja das, wie da quasi süchtig war. Also
Zusammenrechnen möchte ich nicht, was ich ausgegeben habe, schon alles. Aber das hat jetzt einen Stopp, weil mir der Knopf aufgegangen ist. Sehr gut. Es hat ja sogar diese Pillen gegeben, wo du sozusagen das überflüssige Fett mehr oder weniger ausgeschieden hast. Das habe ich auch genommen, ja, ja. Habe ich auch probiert. Aber dann habe ich oft so übertrieben und dann kriegst du entsetzlich Durchfall, Bauchweh und was auch immer. Ja. Also das. Ich habe eine sehr gute Apothekerin, da war es wieder einmal so weit, ist schon länger her. Und da machen sie ja Reklam für so ein Mittel. Und ich bin gegangen, sage ich zu ihr, hilft das? Und sie hat. Ehrlich, ja. Aber ich denke. Hat gesagt, du kriegst nur Durchfall. Klaus Merkner. Aber ich denke, man müsste einmal das ganze Einkaufsverhalten einmal ändern. Ja? Weil wir werden überhäuft in den Medien und überall. Und alles muss billig sein. Ja? Wir haben so gute Lebensmittel am Markt. Ja? Es gibt Direktvermarkter, es gibt Bäcker, Fleischer, alles. Es gibt so viele gute Sachen. Nur muss ich mir Gedanken machen, was ist ich da jetzt zu mir? Ja? Ich brauche nicht überall die schlechtere Qualität, das billigere. Aber heute wird überall zum Billigen gegriffen. Ja? Und wenn ich mir Gedanken über das Genussmittel mache, ja, dann kann ich auch und die ganze Dosierung herabsetzen, dann nehme ich auch an. Weil wenn ich vorher 4 Wurstscheiben ist und dann 2, dann habe ich weniger. Ein bisschen so, warum und erlaubt man so viel schlechtes Essen, das man kaufen kann und quasi sieht zu, wie die Bevölkerung immer dicker wird. Heute fahren wir zum Markt mit dem Auto bis vor dir. Wenn kein Parkplatz frei ist, fahre ich zum nächsten, weil alle 200 Meter ist einer. Richtig. Ja. Und wenn ich heute hergehe und sage, okay, ich bin in einem Ortshaus, dann fahre ich halt mit dem Rad oder gehe mit dem Fuß. Genau. So wie das ist eine Bewegung. Ja. Ich muss nicht mit dem Auto fahren. Ich spare schon wieder Geld beim aber einkaufen, zu Fuß und dann die schweren Sackeln zahlen. Dann gehe ich halt öfter. Aha. Dann gehe ich halt öfter. Und jeder Kaufmann, den kann ich auch dann noch fördern, er bringt das sogar heim. Ja. Dennis, wieso hattest du 112 Kilo als 12-Jähriger? Hast du einfach nur Fastfood in dich hineingestopft oder? Es war nicht wirklich das Fast oder wie kann man da anschließen? Also es ist die Versuchung einfach ist immer gegeben und heutzutage ist es ja generell so, wie du gesagt hast, man geht in den Supermarkt rein und dann sieht man mal, vor allem als Kind ist es ja noch schlimmer, das wird ja auch richtig vor die Augen gelegt, okay, ma, super, da das ist so Höhe, schön. Ja, das ist so schön. Vor der Kasse, das ist, ja, das schaut das klasse aus. Wir reden gleich darüber, was es mit der neuen Bewegung der Body Positivity auf sich hat. Wie lernt man seinen eigenen Körper zu lieben? Bis gleich. Sie möchten abnehmen, alles wunderbar, aber passen Sie auf, dass Sie nicht über den Tisch gezogen werden. Weil heutzutage macht man mit der schlanken Linie fette Geschäfte. Das ist mein Thema heute Nachmittag und ich darf Ihnen meine Gäste auf der Bühne vorstellen. Da wäre mal der Rudi, der schon des Öfteren in seinem Leben Fasten war. Immer wieder, wenn er die 100er-Grenze erreicht hat, hat es gereicht. Richtig, und er hat wieder Gewicht verloren. Einmal in der Woche gibt es einen Fasttag und mittlerweile in der Pension hält der Rudi sein Gewicht. Gerlinde ist auch immer wieder so eine Kandidatin dafür, sich zu begeistern, schnell zu begeistern für Abnehmmethoden, die sie meistens in via Buchform kauft. Dennis hat es geschafft, von 112 Kilo auf, wie viel hast du jetzt? 94, 95 ungefähr. Abzunehmen mit viel Sport, da werden wir dann auch gleich drüber reden. Jess Gitti hat in ihrem Leben viel zu und abgenommen. Irgendwann hat sie sich dann halbiert und hält jetzt sehr gut ihr Gewicht. Sagt aber auch, das muss sie, das braucht sie, um auf der Bühne fit zu sein. Wir haben die Barbara kennengelernt, die hat alles ausprobiert. Also von Unterdruckhammer über Hypnose, über Pillen, die das Fett schmelzen lassen. Und jetzt im Moment machst du oder hast du Bodyhacking für dich entdeckt und machst die Keto-Ernährungsweise. Auch darüber werden wir dann noch reden. Und der Klaus hat, glaube ich, noch nie in seinem Leben eine Diät gemacht, gell? Eigentlich. Schießt mich. Nein, will aber auch nicht. Ist aber er ist auch nicht dick, er hat ja nur einen Bauch. Nein. Danke. Nein, aber in seinem Alter darf man einen Bauch haben, oder? Gestandener Mann. Ne? Außerdem, wenn es ihm nicht stört, warum? Aber und wenn er gesund ist, warum? Shakes würdest du doch gar nicht trinken wollen, gell? Na, ich finde mir nichts dran, weil
ich bin halt innerlich vielleicht nicht so weit, dass ich das auch nicht mehr will. Ja? Ja. Weil ich fühle mich eigentlich gesund, ich fühle mich gut. Ich kann mit Bewegung rauffahren, ich kann überall mit. Ja? Ich habe kein Handicap. Ja? Wenn man heutzutage so im Internet unterwegs ist, dann liest man oft zum Beispiel, irgendein Superstar, irgendein Promi hat mit einer Methode abgenommen. Gerlinde, du sagst, du bist auch empfänglich für so etwas. Da wird man irgendwie neugierig gemacht und denkt sich, das muss doch geklappt haben. Genau, zum Beispiel, wenn man sich immer wieder auf die Waage stellt und man stellt fest, ein Kilo rauf, ein Kilo runter und eigentlich die erste, ich sage immer die erste Zahl, nicht? Ob man jetzt 60, 70, 80 hat, das ist immer die erste Zahl so wichtig, dass man wieder runterkommt. Halt nicht über den 80er kommt und eigentlich ideal unter dem 70er. Und seitdem ich halt auch nach dem Klimakterium, und das ist ja fast gar nicht möglich, wirklich abzunehmen, was natürlich ein Schwachsinn ist. Natürlich könnte ich abnehmen. Ich weiß ja auch, wie es geht. Aber ich bin irgendwie haltschwach. Das heißt, dass ich einen Willen, den ich gefasst habe, nur nicht richtig, also so richtig intrinsisch, als meine ureigenstes wirklich tolles Bedürfnis, weil ich mich so auch ganz gut fühle. Und wenn ich mich so in den Spiegel schaue, naja, so hässlich bist du, kannst eh ab morgen wieder abnehmen. Aber wenn du so und deswegen gehe ich dann wieder zum Buchstandl. Aber eigentlich solltest du doch abnehmen. Na, aber vielleicht schaffst du es diesmal mit diesem Ding. Und dann habe ich schon etwas in der Hand und so fiel mir und auch bist etwas. Bist motiviert, ne? Genau, und in dem Moment, ich spüre es sogar, ich habe echt Glücksgefühle, wenn ich wieder was Neues habe. Genau das ist jetzt das Heil. Ich meine, ich bin Gott sei Dank, habe Kardipositas per Magna, was eben diese, ich habe keine hohen Blutfettwerte. Deswegen tue ich mich relativ leicht. Ja. Aber ich weiß natürlich, wenn ich nicht aufpasse, es geht ja immer weiter. Also ich habe auch zwischen 40. und 60. Lebensjahr jetzt sicher 20 Kilo zugenommen. Habe ich auch gelesen, dass das genau der Durchschnitt ist. Aber ich fühle mich eigentlich chronisch ein bisschen sehr unzufrieden, dass es nicht schafft, irgendwie in eine niedrigere Kleidergröße zu kommen. Dennis, wie hast das du geschafft? Eigentlich mit den grundlegenden Empfehlungen. Man fängt halt mit dem Sport an. Also das war bei mir so der Anfang, war auf jeden Fall einmal der Kraftsport. Das hat mich sehr schnell eigentlich in das Ganze hineingebracht. Und natürlich, man kommt dann in die Welten so mit den großen Vorbildern und man schaut sich in Schwarzenegger an und sonst wen, sich da die aufgepumpten Männer und denkt sich, boah, so mag ich Hase. Nein, so möchte ich nicht. Und das wird dann aber so verkauft, das wird dann so verkauft als Idol irgendwie. Dann ja auch diese Anabolika und das. Ja, das ist wieder nochmal ein ganz anderer Punkt. Also, ja, es wird halt so vorgespielt, so ein Bild, dass man sich dann so vorstellt, okay, so kann ich auch schon, wenn ich jetzt da das Pulver nehme oder wenn ich jetzt da die Pillen mir da reinhaue und halt trainiere wie ein Wahnsinniger. Und hast du da auch so ein Gefühl schon bekommen? Natürlich, wenn du damit vor allem als Jugendlicher. Ein vorgezogenes Glücksgefühl, schafft das. Ja, es ist eben so, dass man arbeitet so irgendwo auf etwas hin und man denkt sich, okay, ja, irgendwann bin ich auch dort. Und es ist halt, ich finde es ein bisschen schade, so in der, vor allem jetzt in der jetzigen Zeit halt am Internet, wo halt das wirklich ein bisschen vorgespielt wird. Und ich glaube, da werden auch viele junge Leute dann eben in das hineingezogen, so in das, okay, so kann man auch schon, wenn man das und das macht, aber ist das alles ein bisschen vorgespielt. Also da bin ich auch viel hineingefallen eigentlich. Und mit der Zeit lernt man halt viel dazu. Und bei mir war es halt schon auch viel mit Trial and Error, also mit Versuchen, Scheitern und neu anfangen. Du bist auch Wrestler? Genau, ja. Das hat mich natürlich auch viel motiviert, einfach für den Sport. Du hast schon Uhrenreibel gekriegt. Uhrenreibel. Ist schon mal vorkommen. Ja, das ist wieder das ältere Bild. Heutzutage hat sich das Ganze ein bisschen gewandelt, sage ich mal. Der Undertaker. Ja, es gibt viele. Aber ich finde, das Bild hat sich viel gewandelt und es geht auch derzeit mehr, auch genauso in dem Sport. Jetzt geht es immer mehr in Richtung, man soll gesund ausschauen und man soll fit sein und nicht eben so, da kommen wir wieder zu den Geschichten, wer weiß, was sie da eingekaut haben. Man sollte halt doch eher derzeit mehr auf der naturalen Ebene bleiben und so kommt man einfach besser, um. Aber die Frage ist auch, warum wir alle schlank sein wollen. Also warum, Barbara, du deinen Körper... Nein, ich will nicht schlank sein, ich will nur nicht... Also, nicht gesund sein. Ja, ich möchte auch gesund sein und also einen gewissen Level nicht überschreiten. Ja, also die 100er Grenze, das war einfach zu viel. Ja. Ja. Aber ich habe mich immer schon ein bisschen rausgehalten. Freundinnen von mir, die hungern sich heute noch auf ihre 55 Kilo. Und dann hat sie Falten und die rüseln hier. Und, aber und magst die, du die deinen Körper? Ich mag meinen Körper, ja. Ich meine auch. Und das entsetzt. Moment! Mag die Gerlinde ihren Körper? Ich mag ihn mittelmäßig. Warum? Aber ich würde ihn lieber haben mit
10 bis 15 Kilo weniger. Ich glaube, es geht nicht so, es sind zwei so verschiedene Ebenen, nämlich, also wenn ich mich im Spiegel anschaue, nackert, ja, hätte ich auch gern viel weniger. Genau. Ja? Genau. Aber ich fühle mich trotzdem sehr, sehr gut und ich tanze gerne und ich habe einen ganz dick tollen war. Liebhaber. Ich und ganz ich, dick ja, es fühlt mich einfach wohl. Ich hab nicht so dieses Gefühl wie viele andere bekannte Frauen, ich schäme mich nicht, ja? Ich gehe nackert baden. Ja. Auch wenn andere sagen, na du traust dir was. Richtig, so, aber ja? Das ist eine Frechheit, aber, dass man das sagt. Ja, ja, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren habe ich alle Menschen, die mir gesagt haben, ich müsste abnehmen oder wie kann man so weit kommen lassen, aus meinem Leben entfernt. Ja? Weil ich sage, ich weiß selber, dass ich abnehmen sollte für meine Gesundheit, aber ich fühle mich trotzdem wohl. Ja? Also wenn mir jetzt die Füße anfangen zu weh zu tun, dann mache ich wieder was. Ja? Du, und dann gehe ich wieder ins Fitnesscenter. Wie ich so dick war, also mit 120 Kilo, wie ich angefangen habe, haben mir meine Buben, meine Musiker, ein Trampolin geschenkt. Und ich habe das halt auf die Seite und irgendwann aber bin ich aufgestanden in der Früh, das ist ins Schlafzimmer gestanden, habe ich es hingestellt und da habe ich so eine Spiegelwand gehabt und habe mich pudelnackert aufs Trampolin gesprungen. Was da alles mitgesprungen. Ich habe so gelacht. Ich habe über mich so gelacht. Ich habe mich angehauen. Ich habe mir gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Ich habe ein Seminar gemacht und da ging es darum, dass man dass man sich immer hineinentwickelt in das Bild, das man selber von sich hat. Also auch wenn man abgenommen hat, kommt man wieder zurück, wenn man ein dickes Körperbild von sich hat. Und ich bin da überhaupt gar kein dickes Körperbild von mir. Ich war früher schlank, also ich war nie zahndür, aber ich habe kein dickes Bild von mir. Manchmal schaue ich mich in eine Auslage und denke mir, das ist ganz schön. Ich habe mich geschreckt, wie ich die erste große Diät gemacht habe, habe mich geschreckt. Ich habe mich gesehen und gedacht, das bin ja nicht ich. Aber die schlank war, das meinst du, oder? Ja. Klasse. Aber ich glaube, es gibt zwei Sorten, sage ich mal, und einer, wo es zum Dickwein werden neigt, ja, oder einfach der eine nimmt zu, wenn er es essen anschaut. Ja. Der andere ist die Doppelte und nicht zu. Ja. Das sagen die Leute immer. Und ich denke mir, so wie die Barbara zum Beispiel, die wird wahrscheinlich, man kann ja sagen, nie gehört schlank werden. Ja. Ich auch nicht und vielleicht andere auch nicht. Ja. Aber warum liegt nicht nur am Essen, ist sie glücklicher, wenn sie schlanker ist, als wenn sie jetzt 20 Kilo mehr hat? Alles anziehen kann. Du kannst gehst überall hinein, kannst du was zum Anziehen kaufen, was da passt. Ja? Und wenn du den Badeanzug montierst, denkst du nicht, um Gottes Willen. Aber ja? Ist es wirklich nur das Passen? Weil es gibt ja auch große Sachen. Ist ja, es die schauen dann aus wie von Urgroßmutter. Ja? Ist also es muss nicht man schon eher sehr dass man sich schöner fühlt? Man fühlt sich... Aber ich fühle mich auch nicht schier. Ja, das ist ja das Lustige. Genau, das wollte ich auch gerade zu dir sagen. Ja. Aber dass du einfach von den Proportionen, Körpergröße, Erscheinung, Bewegung einfach hübsch bist. Danke. Also, das ist sehr lieb von dir. Oder schön. Also ich fühle mich auch so. Und ja? Deswegen, und das Gesicht und das, ist ausgewogen. Ich weiß, dass man anders aussieht, wenn man. Aber ich bin auch so, dass ich sage, ich akzeptiere, wie ich jetzt bin. Und wenn ich mich verändern möchte, dann mache ich den nächsten Schritt. Dann ist es ein Benefit. Aber ich weiß, ich werde nicht ausschauen wie die Heidi Klum oder ich weiß nicht was. Weißt du, das ist so irre, wie manche sich vorstellen. Oder auch, wenn jetzt irgendeine 60-Jährige oder 65-Jährige 50 Kilo hat, wird sie trotzdem nicht das Trophy-Wife vom Superstar werden. Ja? Mhm. Weil dann nimmt sie dann eine Junge. Ja? Und sie fühlt sich deswegen auch nicht besser. Weißt, das ist so, entweder fühlt man sich gut mit sich, egal wie man ist, auch wenn man was zu verändern hat. Weil ich weiß auch, ich würde auch gern Spanisch können, ich kann es jetzt nicht, aber wenn ich es machen will, werde ich es lernen. Ja? Aber es geht auch einfach, wie ist es jetzt? Mhm. Ich kann jetzt gut mit mir umgehen. Ja? Ja, aber wenn du jetzt übergewichtig bleibst und es fangen da die Knie zum Wehtun an und du brauchst neue Knie, so dann, wie bei mir, dann muss man was ändern. Ja. Ja, oder wenn es, so wie er sagt, der schießt sie. Die tut nein, die hätte ich auch gerne, aber ich bin Diabetiker. Nein, ich schieße mir nicht die dort nein. Aber ich sage, beim Abnehmen, glaube ich, ist wichtig, dass man auf den Genuss auch nicht verzichtet. Ja? Nein, weil das tue ich ja nicht. Dann kommt der Heißhunger zurück. Ja? Das heißt, ich kann ja Torten essen und irgendwas, aber vielleicht nur die Hälfte. Mhm. Oder nur einmal in der Woche. Ich muss nicht jeden Tag ein Stückchen Torten essen oder einen Topf Gulasch oder was ich was. Ja? Sondern ich sollte halt nur einmal. Und ich teile mir meinen Plan für die ganze Woche ein. Aber ich glaube, dass der Genuss ganz wichtig ist. Und wenn ich was wirklich genieße und mit einem vollen Genuss esse, dann habe ich auch Freude damit. Und dann kann ich auch lachen. Und nicht dann so durch die Gegend rennen. Ne? Jetzt habt ihr den Begriff. Magst du den Begriff Body Positivity erklären? Also Body Positivity ist Englisch, kommt aus englischsprachigen Raum Amerika, glaube ich. Und es ist eigentlich nicht ganz neu. Es ist auch
schon in den 70er Jahren. Und eigentlich gibt es schon eine Bewegung in Großbritannien im 19. Jahrhundert, die auch dazu gezählt wird. Das heißt auf Deutsch eine positive Einstellung zum eigenen Körper und zum eigenen Aussehen entwickeln. Du sollst dich, also damit du dich so akzeptierst, wie du bist und keinen großartigen Veränderungswunsch hast. Jetzt sind wir natürlich ausgesetzt diesen ganzen Role Models und diesen ganzen Werbefiguren und dass man also auch Werbung für Sportgeräte, Werbung für Sportkleidung und überall sind die Leute natürlich schlank. Aber es gibt schon ein kleines Umdenken, dass eigentlich Schönheit jetzt schon ein bisschen so definiert ist, nicht mehr ganz dünn sein, sondern fit sein, trainiert sein und dass man das vielleicht leichter schafft, als ganz mager zu sein. Allerdings kann dann schon wieder so ein innerer Befehl und so ein Stress entstehen, dass man sich erst schon wieder schlecht fühlt. Und deswegen ist es mit der Body Positivity, wenn es wieder zu extrem betrieben wird, auch schon wieder so ein Zwang. Und auch die Werbung und auch die Geschäftemacherei setzt sich auch schon wieder drauf. Und jetzt gibt es diese Weiterentwicklung, Body Neutrality oder Neutralität auf Deutsch, wo man sagt, der Körper ist mir wurscht. Die Ästhetik. Und dann gibt es noch diese Curvy Models Bewegung, wo man ja auch immer wieder ganz bestimmte... Also bei Curvy Models geht es darum, dass man die äußere Schönheit des weiblichen, dickeren Körpers. Allerdings muss der auch gut proportioniert sein. Richtig, weil damit nur wie Busen, Hüften und Teile. Die sind schon also keine Apfelfigur, sondern so. Mhm. Und gut, ist auch gut, trotzdem. Aber da geht es wieder um die äußere Ästhetik, während bei der Body Positivity geht es darum, dass du dich als mehr als nur deinen schönen Körper definierst. Dein Körper ist etwas, der dir nützt. Du kannst deinen Körper benutzen. Also er dient dir quasi. Und er kann viel und verschafft dir Gesundheit, wenn du ihn gut behandelst. Und auch Sexualität spielt damit, dass du dich so wohlfühlst, dass du auch eine entspannte Sexualität leben kannst. Gitti, wie du noch dicker warst, hast du die jungen Mädchen damals, ne, hast das motiviert, zu sich zu stehen. Aber selber wolltest dünner sein. Ne? Also wolltest schon abnehmen. Komm schon. Manche Tage ja. Andere Tage... Wieder nicht. Aber ich habe mich ausgeflippt angezogen, bin in Leggings gegangen, dort noch keine Leggings angezogen. Und ein gravierendes Erlebnis war, ich war Stoff kaufen und habe halt bei den dunklen Stoffen geschaut, schwarz macht schlank, aber meine Augen waren bei den bunten Stoffen. Und die Verkäuferin sagt, was ist ein Kittel? Sag ich, naja, weißt du, mit meiner Figur muss ich schon was Dunkles tragen. Aber die schaut mir an und sagt, das ist doch wurscht, ob man einen großen dunklen Fleck sieht oder einen großen bunten. Und da habe ich gedacht, die hat recht. Und dann habe ich mir diese vier Mann-Zelte genäht, mit die bunt, und das war eine Zeit lang mein Markenzeichen. Die Mädels waren bei den Zelten, und da sage ich, was geht's denn, die schwarzen Fetzen? Das sieht gleich lustig an. Beim dritten Konzert sind schon gekommen mit den Leggings. Aber das war ja, glaube ich, auch dein Erfolg, was du gehabt hast am Anfang, wo du dem dick warst. Ich weiß, ich habe es selber miterlebt, auch bei uns auch auftreten. Ja. Und wo alle gesagt haben, Chest-Gittel kommt und das und das, weil du mehr ein dick warst. Ich habe mit meinen 165 Kilo... Du warst Kilo immer selbstbewusst. ...waren wir FKK, Camping. Da sind sie am ersten, ich bin vor dem Zelt gesessen, habe Schnitten gegessen. Und die sind vorbeigekommen und dann haben sie mich zweimal gesehen gehabt und die Sache war erledigt. Also für mich ist einfach wichtig, und das habe ich mir bei den schwarzen Frauen abgeschaut, diese Lebensfreude und auch die Selbstverständlichkeit, einfach mit dem Körpergewicht, das du hast, dich zu bewegen. Es ist ganz egal nämlich, ja, und du musst es akzeptieren. Ich finde immer, ich habe so in meinen Kursen immer gesagt, die Menschen sind die Einzigen, die glauben, sie könnten ein Birnbaum sein, wenn sie ein Apfelbaum sind. Ja? Also ich bin, wie ich bin, ich mache das Beste draus und ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Natürlich habe ich Verbesserungspotenzial, keine Frage, aber es ist, wie es ist im Moment. Ja? Und ich fühle mich trotzdem wohl und ich, jetzt stört mich schon wieder bei mir, nämlich das Wort trotzdem, weil es ist so unsinnig, immer etwas anderes haben zu wollen, als was man hat. Genau. Ja? Weil du jetzt gerade zum Schluss geredet hast, möchte ich unsere Expertin, Magistra Christina Lachkowitsch-Butschädel, Ernährungswissenschaftlerin, gleich fragen, weil die Barbara eben von diesen Schwangerschaftshormonen erzählt hat. Sind die zum Abnehmen geeignet? Also ich würde es mal prinzipiell ablehnen, denn wenn man Hormone nehmen muss, um abzunehmen, ist das sehr kritisch zu betrachten. Hormone wirken immer in den Körper hinein. Also das hat immer irgendwelche Begleiterscheinungen und Nebenwirkungen. Und das, was natürlich
schon wirkt. Das Hormon HCG heißt es ja, hilft ja der Schwangeren, diese Belastung einer Schwangerschaft zu übertauchen, zu überstehen und Energien zu haben, ausreichend. Aber die Kunst bei dieser Ernährungsform, die man da auch sehr lange angepriesen hat vor einiger Zeit, die war wirklich im Wenigessen. Und dann den Leuten etwas zu spritzen, beflügelt noch zusätzlich. Jetzt kommt noch zusätzlich von außen ein Hormon, das mich bestärkt und dass ich das durchhalten kann. Aber der Effekt kam nicht aufgrund des HCGs, sondern aufgrund der starken Energiereduktion, die man dazu geführt hat. Und das ist natürlich ein Spiel mit den Menschen, das man da treibt, das sehr fatal ist. Ja. Und das ist natürlich abzulehnen. Das hilft niemandem auf Dauer. Das ist gefährlich. Wie gesundheitsgefährdend sind diese Abnehmtabletten und Pillen? Also man muss einfach festhalten, es gibt kein Wundermittel, es gibt keine Tabletten, es gibt keine Pillen, die helfen. Das, was die Dame angesprochen hat, das ist der Wirkstoff Orlistat. Das war tatsächlich eine nicht uninteressante Geschichte. Da hat dann dieser Wirkstoff das Fett im Darm gebunden und ausgeschieden. Das macht aber nur Sinn, wenn man tatsächlich trotzdem die Ernährung adaptiert. Und da gab es halt Menschen, die haben gesagt, nur super, da kann ich mir Schnitzel essen. Und innerhalb kürzester Zeit ging es dann wirklich in die Hose. Also es ist davon wirklich abzuraten. Und das macht alles keinen Sinn auf Dauer. Und ich sage dann immer zu meinen Klienten, das Erste, was man machen muss, ist, wenn man sich verändern möchte, sich einmal kurz innehalten und nach vorschauen und überlegen, kann ich das wirklich beibehalten? Oder ist das jetzt nur so euphorisch aufgrund des Buches, weil es so nett ausschaut? Und das ist so mit Verliebtsein, kann man das vergleichen. Mhm. Ja, so dieses Buch und das schaut gut aus und das ist genau meins. Ja. Das ist wie wenn man verliebt, dieser chemische Prozess, den man gerade durchmacht, das hält nicht. Ich meine, verliebt ist man oft 3 Monate und so eine Diät schafft man oft 3 Monate, wirklich. Es ist vergleichbar und dann ist dann die Luft draußen und ich hoffe es bei Ihnen nicht mit der ketogenen Ernährungsweise, dass es durchhält. Aber auch da kann ich tatsächlich auch nicht Positives wirklich darüber berichten, wenn ich dazu noch was sagen darf. Die Demenzrate steigt tatsächlich auch bei Low-Carb- und No-Carb-Ernährungsformen, weil das Gehirn tatsächlich hauptsächlich auf Zucker ausgerichtet ist. Das sind saure Produkte des Fettstoffwechsels, die jetzt versorgen. Die Euphorie überstrahlt jetzt sozusagen diese negativen Ereignisse oder Nebeneffekte. Und es ist natürlich nicht etwas, was man auf Dauer dem Körper antun kann. Das System übersäuert. Es ist tatsächlich ein momentaner Erfolg da. Und vielleicht noch eine biochemische Erklärung, auch wenn man keine Kohlenhydrate zuführt, nur Fett und Eiweiß, kann der Körper trotzdem nur Fett verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Und in Ihrem Fall macht er das so, das Eiweiß, das Sie zuführen, schickt er jetzt zur Leber, baut es dort umständlich in Kohlenhydrate um, schickt es zurück, damit Sie wirklich Fett verbrennen. Und wenn Sie jetzt tatsächlich sogar zu wenig Eiweiß zuführen, dann geht es in den Muskelabbau. Weil dann haben Sie auch kein Eiweiß von außen, dann haben Sie immer das Eiweiß in der Muskulatur. Der Körper hat viel zu wenig Energie, muss das über die Leber wieder umschicken, quasi umbauen. Und das ist der Super-GAU auf Dauer, weil das reduziert den Stoffwechsel und man verbraucht weniger Energie und dann geht es in die Höhe. Jetzt gibt es wahnsinnig viele wirklich skurrile, kuriose Diäten. Das Internet ist voll und wir kennen alle die verschiedensten Diätformen. Was und wie schafft man es, erfolgreich abzunehmen? Also was sind die wirklichen guten Tipps? Also wir haben da schon einiges Gutes gehört. Also ein ganz wichtiger Tipp ist, dass man sich während des Tages, wo man viel Energie verbraucht, auch die Energie hereinholt. Es macht keinen Sinn, den Tag Energie einzusparen und am Abend, wo ich dann kurz vorm Schlafen gehen bin, hole ich mal die Energie herein. Das kann der Körper nicht schaffen. Energie kann man nicht nachtanken. Das heißt, wenn ich einen aktiven Tag habe, dann sollte ich frühstücken. Wenn es geht, rechtzeitig, dann sollte ich ordentlich Mittagessen und am Abend weniger. Und Kohlenhydrate sind nicht auszugrenzen. Im Gegenteil, während des Tages integrieren wir sie noch dazu, wenn wir vielleicht sportlich interessiert, aktiv sind. Am Abend kann ich sie auch einmal weglassen oder stark reduzieren. Das Eiweiß brauche ich natürlich auch am Abend. Das ist wichtig für die Regeneration, für den Muskel und so weiter. Aber ich brauche nicht zum Mittag die letzte Mahlzeit essen und dann nichts mehr. Die Leute haben den Eindruck, je länger sie nichts essen, umso besser sind sie. Das stimmt nicht, das reduziert den Stoffwechsel. Das heißt, während des Tages gut essen, im Rhythmus vielleicht von 4 bis maximal 6 Stunden. Und am Abend weniger. Und das ist eine ganz einfache Geschichte. Da muss ich nicht verzichten und irgendwelche Verbote haben. Dann kann ich relativ entspannt starten. Dann kriege ich Motivation, dann kriege ich Energien
Und Sport so, kann jetzt ich nimmt auch man sich das vor und macht es 2, 3, 4 Wochen vielleicht, wenn überhaupt. Und dann kommt wieder irgendwie ein Fest, eine Einladung. Am Abend mal die Schokolade. Genau. Oder irgendwann dann die Leberkassemmel oder keine Ahnung. Ganz wichtig. Und dann denkt man sich, na, es ist so. Genau, und das ist der Punkt, wenn man jetzt wirklich mit Hilfe oder auch alleine diese Ernährungsumstellung absolvieren möchte, dann muss man auch an der Psyche arbeiten. Und die wichtigste Geschichte ist, das mache ich immer mit meinen Klienten, die natürlich sagen, ich fahre jetzt in Urlaub, da habe ich ein Problem oder ich bin eingeladen, sage ich, das ist kein Problem. Der wichtigste Satz, den ich Ihnen allen heute vielleicht mitgeben darf, ist, wenn Sie in so eine Situation kommen, dann nicht vorher überlegen, was Sie nicht essen. Da verzichte ich auf den Alkohol, ich esse kein Dessert und ich lasse auch alles andere weg, was schlecht ist, weil ich soll ja nicht, sondern sie gehen einfach in die Situation hinein mit der Aussage in ihnen drinnen, ich schaue mir es einfach einmal an, weil dann können sie nicht scheitern. Dann sehen sie es dort erst, was sie tun soll oder wollen und sie haben nicht ihre eigene Regel gebrochen. Und wenn sie dann dort lustig locker drauf los, dann machen sie ein Hackerl und am nächsten Tag machen sie einfach weiter. Und das geht auch. Nur weil wir unsere eigenen Regeln so hochschrauben, die wir dann meistens brechen irgendwann, fallen wir in ein Loch. Und das müssen wir meiden, indem wir mit der Psyche entspannt und ruhig arbeiten. Also das einfach, ist die Kunst der ganzen Geschichte. Einfach die Psyche locker drehen. Also man darf nicht in diese Situation kommen des Scheiterns. Also dieser Satz, das schaue ich mir jetzt einmal an. Genau. Ist wichtig. Und nicht vorschaut zu sagen, das mache ich jetzt nicht, das esse ich nicht und das esse ich ganz nicht. Wichtig. Und auch, ich glaube auch dieser Satz, und jetzt ist eh schon wurscht, geht gar den nicht. Darf man auch nicht sagen. Genau. Gut, vielen lieben Dank für deine Ausführungen. Alles Gute dir weiterhin, auch euch. Ich hoffe, wir haben alle zusammen etwas gelernt für uns und Sie hoffentlich auch. Auf das Dessert am Nachmittag müssen Sie nicht verzichten, denn ich versüße Ihnen den Tag sehr gerne. So, und jetzt gibt es die Jazz-Kitty zum Schluss noch mit. Du kannst ja auch nicht ohne mich. Baba.